Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Heute beginnt mal eine andere Phase. Normalerweise bauen wir immer Scheiße. Heute will ich mal wieder eine, standardisiertere Mission fahren. Und dazu bauen wir als erstes mal ein Grundgerüst. Eine Steuerzentrale ist da schon mal wichtig. So. Denn. Wo ist denn das? Wir bauen eine Transportrakete, eine große. Wir gehen auf XXL. Oder XL in dem Fall nur. Und bauen eine Rakete, die uns verschiedenste Teile für Basen und alles in den Weltraum schicken kann. Und dazu müssen wir natürlich solche Sachen machen. Zum Beispiel können wir selbst ein Triebwerkstück zum Beispiel in der Größe hier oben einfach reinladen. Ohne Probleme. Passt hier easy rein. Aber als erstes muss ich alle Teile finden, die ich brauche. Reaction Wheels waren hier. Aber hier gibt es zum Beispiel nur Large. Das ist wieder so eine bisschen nervige Sache und ich kann hier auch nicht die Größe einstellen. Also ich wünsche mir noch so ein XL-Teil. Das wäre noch so das Krönchen obendrauf. Deswegen werden wir das jetzt einfach hier sozusagen so ansetzen und es in die Konstruktion oben mit einbauen. So. Dann gibt es so einen Large-Decoupler. Ist ja aber auch wurscht. Und dann bauen wir die erste Stufe. Erstmal XL. Sagen wir, das ist die oberste Stufe in dem Fall. Gott. Dann brauchen wir einen Triebwerkskopf. Multi-Engine XL. Da. Rein theoretisch passen hier natürlich auch Large-Triebwerke und so alles rein, ne? Aber ich glaube, das Ding hat nicht genug Wumms. Deswegen bin ich beim eher überlegen, ob wir so MD-Triebwerke nehmen. Solche hier zum Beispiel. Und dann halt vervielfachen. So ungefähr. Dann muss man nicht nur sagen, hey, du geh ein bisschen rein. Dann schaut das wieder passend aus. Darauf freue ich mich schon, wenn endlich bei Kerbal Space Program hier Shift Few More. Warte mal, Shift. Oh lol, okay. Interesting. Aber das bringt sich gerade bei mir noch nichts, weil ich hätte halt gerne, dass ich verschiedene Varianten wieder habe. Einfach eine, wo ich zum Beispiel nur den Kopf habe oder sowas. Dann kann ich hier nicht mehr reinplatzieren. So geht sich das gar nicht aus. Also muss ich zum Beispiel sagen, okay. Ja, eigentlich müssten drei reichen, aber wir müssen dafür immer rechnen, dass wir ja noch Sachen transportieren müssen. Und deswegen müssen wir ein bisschen mehr Wumms reinhauen. Gut. Dann nächste Stufe. Wir gehen von 5 Meter auf 2 Meter runter, das sollte passen. Ein XL-Decoupler daran. Perfekt. Und bauen jetzt die Hauptstufe, die das Ganze ins Weltall bringen sollte. Dafür würde ich zwei große Tanks nehmen hier. So, jetzt warum? Settings. Gibt es hier Key Input? Nicht für Flight. Wo ist Building? Delete Assembly while selected. Toggle Angle Shape. Pitch Rotate Toggle Redo Fast Camera. Reset Part Orientation. Disable Stack Attachment.
Search past fast camera mode. Irgendwie muss ich ja... Ah, schau. Ich hab's gefunden. So. War doch nur Mittelmaus. Also ich weiß nicht, warum das beim letzten Mal nicht funktioniert hat. So. Jetzt können wir uns nicht hier wieder drauf konzentrieren, das Ganze zu machen. So, jetzt drehen wir uns um. Finde ich nicht. Schaut besser aus. So. Triebwerksplatte. Und dann müssen wir schauen, weil ich hätte gern natürlich zwei von diesen fetten Boys hier unten dran. Aber eine alleine zum Beispiel reicht hier noch gar nicht. Leute, wir nehmen uns jetzt... Ah, das ist auch large. Oh. Müssen wir schauen, dass wir so viele Triebwerke wie möglich da unten rankriegen. Die Frage ist, how? Weil ja ein blödes Triebwerk reicht ja irgendwie nicht. Eigentlich müsste ich so zwei haben. Selbst zwei reichen nicht. Wie viel Thrust hat denn hier zum Beispiel eins? Nur mal so eine Überlegung. Das hat 200. Du hast 3000. Oder 10 Stück von dir würden als Antrieb da unten reichen. Jetzt habe ich 8 Stück hier. Einfach mal anschauen. What the fuck ist passiert? What the fuck? Okay, vielleicht sollte ich erstmal anfangen mit denen hier. Vier in der Mitte. Mehrere außenrum. Ah, die haben doch jeweils 200 Kilonewton Thrust. Ah, nee, du hast 3000, ne? Und das hat den nicht mal ansatzweise gerade. Wie viel hat man das gebraucht insgesamt? Beim Schubvergleich nur 3. Ach du heilige Scheiße. Also mit denen könnte ich natürlich das jetzt schaffen. Nee, auch nicht. So, wie kommt jetzt auf 1, 2, 9 auf einmal? Okay, dann müsste ich das jetzt hier echt kürzen, oder wie? Ist das denn blöder Ernst? Was brauche ich so eine große Rakete? Wir schauen mal. Wir nehmen einen großen Thruster hier jetzt runter. Dann sind wir immer noch nicht bei dem Thrust, den wir bräuchten. Wie deprimierend ist das denn? Okay, Idee. Idee und Überlegung, warte mal. Es gibt doch diese seitlichen Anbauten. MD hier. Wir bauen die jetzt mal hier einfach an. Und setzen hier starke MD-Triebwerke rein.
Wir versuchen mal, das Ganze ein bisschen abzuändern vom Design her. So, warte mal. Wir bauen das jetzt echt mal ein bisschen anders. So. Ich will, dass es unten trotzdem abgetoppt wird. Aber relativ simpel zu einfach. Gibt es da nichts für XL, wie es ausschaut? Schade. Was ist denn, wenn wir jetzt einfach hier sozusagen 8 Triebwerke nehmen? Die bringen auch noch mehr Treibstoff und alles. Dann sind wir bei 1,3. Und wir versetzen die jetzt in das Hauptding hier rein. Ist vielleicht ein bisschen Cheating, aber es funktioniert. Und wenn ich jetzt rein theoretisch, so gedanklich, musst du diesen Mittelpunkt irgendwie treffen. Geil. So. Und da setze ich jetzt noch so die Large Nozzle dran. Dann nehme ich die Teile hier, setze die ein bisschen runter. Dann haben wir eine relativ heftig ausschauende Rakete. So, jetzt müssen natürlich die beiden in eine Schicht rein. Dann sind wir bei 1,6 Kilonewton Schub. Das denke ich sollte relativ viel Power bringen. Die bringt 4, die bringt 4. Ich denke, da sind wir ganz gut dabei. Als Rakete sollte das ganz gut gehen. Viele Triebwerke unten dran. Jetzt muss man halt anders anfangen zu denken, ne? Das ist halt ein ganz anderer Weg an Rakete wie sonst immer. So. Jetzt sagen wir mal, so. Headset Canländer. Was können wir denn als erstes einfach mal hochschicken? Was wäre mit einem Testflugzeug? So. Wie kann ich jetzt den Blick nach da drüben wenden? Ah. Jetzt geht es immer, wenn ich auf was drauf. Oh mein Gott, ich hab's nie gecheckt. Okay, das ist easy. Das ist gechillt. Gut. Das Ding kriegt hier ein Hitzeschild unten dran als erstes. Danach ein Decoupler. Wie gesagt, es soll ein Testraumschiff sein. Weil als erstes kriegt es mal, wo ist das Monopropellant im Maßstab rein? Dankeschön. Und danach brauchen wir, für was brauchen wir? Hydro brauchen wir das gleich, ne? MD. Und dann kommt unten dran noch so ein So, kann ich, gibt es da auch Umbauteile von der Größe her oder ist das da nicht so eine Sache unbedingt? 2X, wie soll ich denn dich in den Weltraum kriegen, mein Freund? XL ist halt schon eine Sache, rein theoretisch, aber das kriegen wir auch hoch. Aber jetzt muss ich so eine Gumball da hochschicken, das wird lustig. Zum Beispiel. Ne, dann nehmen wir jetzt einfach mal eine kleine Triebwerksplatte, würde ich sagen. So. Oh, das macht so einiges einfacher. So.
Dann kommt da noch natürlich Energieproduktion ran. Gibt es was wie Wärmeableitungen schon? Nee, ne? So. Perfekt, warte mal. Energie fehlt oben noch, wie es scheint. So, warte mal. Energie. Die wird unbemannt hochgeschickt und soll einfach ready sein zum Docking und so eine Art Transportflugzeug sein. Ein Testsystem. Um das Ganze zu steuern. Ah, warte mal, wir bauen das Ganze noch ein bisschen um, so. Aber dachte, warte mal, das brauchen wir, selbst wenn ich das anders mache. Aber wir machen daraus ein Docking-System. Versteht ihr, wie ich meine? Im Grunde kann die Kapsel abgedockt werden und zur Landung oder zur Erde zurückgeschickt werden oder disposed werden. Ah, das Triebwerk bleibt jederzeit nutzbar. Dann brauchen wir jetzt noch hier ein paar Solarpaneele. Die extenden. Geil. Geil. Das wird mega gut. Dann ist das jetzt sozusagen das erste Produkt, was nach oben geschickt werden soll. Machen wir das jetzt aber wie es folgt. Wir tun hier einen Adapter draufsetzen. Eine Adapterplatte sozusagen könnte man es nennen. Gibt es keine für groß mal wieder, oder was? Das ist doch wieder eine Frechheit. Warum gibt es das denn nicht für groß? So, das ist der Adapter. An den Adapter kommt der Decoupler dran. Und dann wird das unten dran gesteckt. Gut. Wie schaut es jetzt noch mit unserer Abhebekraft aus? Angeblich noch ganz okay. Vessel has no command port and no parachute. Ja, okay, da muss ich mich vielleicht noch schnell kümmern. So ein Fallschirm wäre was ganz Praktisches. So, das sind die Drogue Parachutes und das sind die anderen Parachutes. Ah, das ist der große, oder? Ich brauche so ein Radial. Gut. Dann ist das die Rakete. Da muss noch eine Stage rein, wo da die Kappler reinkommt. Dann haben wir hier ordentlich Power unterm Haus. Jetzt muss natürlich noch zwei Sachen angepasst werden, was mir jetzt gerade so aufgefallen ist. Fehlt uns zum Beispiel hier noch... Ding. Einfach eine Kommandoanlage. Davon kriegt das Ding 4, um in jeder Richtung Kommandos kriegen zu können. Und dann sollten wir eigentlich ganz gut sein. Dann muss ich jetzt hier sagen, ich möchte... Ah, warte, Quatsch. Wir müssen erstmal Stabilisierungs...
Ebenen einbauen. Darf ich bitte? Dankeschön. Gott, das wird ein ganz interessanter Flug, das kann ich euch jetzt schon sagen. Dann sollte das relativ stabil drin sitzen. Gut, dann Kapsel drum. Gut, eigentlich sollte die nie so lang werden, aber wird schon passen. Dann kommen hier unten noch ein paar Clamps dran, an jeden Fuß ein. So. Das war jetzt nicht der Plan. Stopp. So. Jetzt muss ich die einzeln platzieren, deren Scheiß Ernst. So. Und so, und dann kommen die mit denen in eine Ebene rein. Und dann sollten wir eigentlich ganz gut dastehen. Nee, warte mal. Die Fairing wird davor geöffnet. Das muss eher hier hingeschickt werden. Fairing, die Kappeln, Triebwerk. Und dann so. Und dann nennen wir das jetzt The Heavy One oder sowas. Das ist die Heavy One, einfach mal speichern. Wir nehmen den Namen, kopieren das hier rein und sind quasi ready. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge schicken wir The Heavy One auf das sozusagen Spielfeld. Oh, wait, Undo? Nee, wait, load. Okay, also ich kann auch das machen. The Heavy One. Das loaden wir. Und mit The Heavy One werden wir in der nächsten Folge dann fliegen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. We'll be right back.